Antje, ich habe mich sehr gefreut, dass du angerufen hast. Ja, ciao. Hey, hey. Judith! Hey. Kommst genau richtig. Hey! Wofür denn? Zum Anstoßen auf mein neues Leben. Was für ein neues Leben? Ja, Rebecca will wieder studieren. Echt? Wann denn und wo denn? Also so bald wie möglich und ich dachte an meine alten Hochschule. Ich werde mich da schon wieder nehmen. Das heißt, du hast dich noch gar nicht wieder eingeschrieben? Ne? Warum? Ja, weil die Immatrikulationsfrist für das Wintersemester gerade abgelaufen ist. Oh. Wirklich, ja, dann warte ich halt bis zum Sommersemester. Was machst du bis dahin? Das überlege ich mir noch. Jetzt lasst uns endlich anstoßen. Ja, dann Dankeschön auf den künftigen Star am Modehimmel. Ja. Oh. Apropos Mode. Aus unserer kleinen Shoppingtour morgen wird leider nichts. Was? Warum das denn? Ich muss ins Krankenhaus zur Nachuntersuchung. Mensch, und dabei könnte ich so dringend neue Klamotten gebrauchen. Hey, verrückte Idee. Wir könnten doch zusammen gehen. Ich meine, ich habe jetzt genügend Zeit. Ja, stimmt. Okay, super. Auf das Einkaufen und die Mode. Ja, darauf. Auf das Einkaufen. That's just one thing. Meine neuen Schuhe passen. Ich hoffe nicht, weil wir da tragen kann. Dazu brauchst du dann aber auch noch die Handschuhe. Ja, und diesen Schal. Oh, der war echt wunderschön. Das ist mir noch nie passiert. Tipps? Hast du vielleicht den Preis der Jacke eingegeben? Bestätigung. Nimm's als Wink des Schicksals. Du hast heute schon genug ausgegeben. Genug? Ist nicht genug. Der Spaß fängt doch gerade erst an. Du willst also wirklich noch den anderen Mantel schießen? Okay, warte mal, jetzt muss ich mich aber konzentrieren. Also 2, 9, 7, 5. Bestätigen. Ich darf gar nicht so lange über die Geheimzahl nachdenken, sonst ist er weg. Ja, das wäre mal ein praktisches Tattoo für dich. Was ist das denn? Bitte setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Meine Karte? Hat da jemand sein Dispo überzogen? Hallo? Können Sie mir vielleicht helfen? Also das Teil hast du mir aufgeschwatzt. Nein, die Bank vor Ort konnte mir nicht die Karte weitergeben, deswegen rufe ich ja auch an. Rebecca? Ja, mitten in meinen geschäftlichen Besorgungen. Nein, so lange kann ich mich nicht gedulden. Ja, Sie behindern meine Arbeit. Ich bin Modedesignerin. Was soll das heißen? Und wie viel? Das kann doch nicht sein. Was ist mit dem Dispo? Nein. Das muss ein Irrtum sein. Ja. Okay, auf Wiederhören. Und? Was sagt ihr dann? Das glaube ich einfach nicht. Was denn? Ich
bin Pette. Ich bin Pette. Hey. Komm. Wie viel bist du in den Miesen? Ich kann froh sein, wenn sie mich nicht fänden. Ich bin hier selber schuld. Jetzt mach dich mal nicht verrückt. Wir werden für alles eine Lösung finden, okay? Und ich meine, immerhin hast du ein sicheres Dach über dem Kopf. Die werden dich auf dem Schloss bestimmt nicht so schnell rausschmeißen. Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe keinen Job, kein Geld, kein Studienplatz, kein Plan vom Leben. Ich habe noch nicht mal richtige Freunde. Hey, Unsinn! Wir lassen dich nicht allein. Was soll ich denn jetzt machen? Eins nach dem anderen. Jetzt bringst du erstmal diese Sachen da zurück. Wenn du willst, komme ich auch mit dir. Das würdest du für mich tun? Hey, ich bin dein Freund, natürlich. Danke. Oh, Entschuldigung, habe ich dein Hemd versaut? Ist nicht so schlimm, ich habe mir ja neues gekauft. Ach Mann, ey. Guck mal her. Ich glaube, die geht nicht weg. Die ist wasserfest. Ach. Am besten, ich setze deine neue Sonnenbrille auf. Nichts da, die geben wir auch zurück. Außerdem brauchst du dich nicht zu verstecken. Du siehst auch mit verlaufender Wimperntusche noch toll aus. Quatsch schon. Ach, Rebecca. Du bist eine tolle Frau. Schön, klug, interessant. Ob mit oder ohne Kohle, das ist total egal. Und eines Tages da wirst du sowieso die weltberühmteste Modedesignerin sein. Und die Typen, ey, die werden Schlange stehen bei dir. Wer weiß, ob du mich denn überhaupt noch kennst. Olli, ich werde dich immer kennen. So gefällst du mir schon viel besser, hm?